von oben sehen die immer sauber aus. Ja, aber hier auch von unten sehen die sauber aus. Alter, da ist der halbe Urwald drin. Läuft doch gut. Ibi! Oh nee. Wie geht's dir? Gut, danke schön. Und dir? Auch gut. Wie war die Türkei-Reise? Super. Sehr gut, bis auf Probleme in Serbien. Was hast du denn gehabt? Wir hatten permanent Motorsteuergerät hat geleuchtet und dann hat zwischendurch immer so AdBlue geleuchtet, dass das AdBlue-System nicht funktionierte. Das Geile kommt jetzt. Ich habe ja meinem Bruder so einen Diagnosetester geschenkt hier, ne? Richtig. Er hat mich angerufen und hat gesagt, Jonas, meine Motorleuchte brennt. Da habe ich gesagt, ey, lest doch aus. Und was sagt mein Bruder? Liegt zu Hause. Ich habe dir extra ein Gerät gegeben, damit du es zu Hause lässt. Richtig. Hast du den danach ausgelesen? Leider noch nicht, aber ich mache es. Ja. Ich habe NOx getankt. Ja, wird wahrscheinlich NOx sein, weil wir nachdem wir bei Shell getankt haben, hat das geleuchtet. Und als wir dann in der Türkei wieder normales Diesel getankt haben, war alles wieder in Ordnung. Und dann haben wir wieder in Serbien getankt, wieder bei Shell, wieder das gleiche Problem. Ja, also da müsst ihr echt aufpassen, wo ihr tankt und welche Tankstellen. Ibi, du hast ein neues Auto, habe ich gesehen. Ja, so ein Spaßmobil. Richtig. Da muss ich auch noch was sagen. Mein Bruder hat mein SLK gekauft, den 230 Kompressor. Verkauft den und kauft sich einen Peugeot. Ich meine, stimmt, ja. Was stimmt nicht mit dir? Du bist doch ein gebildeter Mann. Ja. Du bist ein Doktor. Kann dir sagen, warum. A, kriegst du für den Mercedes kaum Teile. Nur diese beiden Lampen haben das Stück über 400 Euro gekostet. Nebelschlussleuchten. Ja, hättest du noch nicht gekauft. Ja, aber mich stört das. Du weißt, ich bin halt so, wenn der Ingenieur da was vorgesehen hat, muss er was sitzen. Und bei dem, erstens verbraucht er viel weniger, deutlich weniger. Kostet weniger in der Versicherung, kostet weniger in der Steuer. Und die Ersatzteile kriegst du wie Sand am Meer. Aber das Gute dran, die Verschleißteile verrosten ja gar nicht bei dem. Das ist das Gute. Nee, weißt du warum? Warum? Weil du die sehr oft tauschen muss. Ach so. Deswegen. Okay. 22 Jahre alt. Guck mal an, ob du da Rost siehst. Bitte. 22 Jahre. Ja, die Autos werden ja auch kaum gefahren. Die sind nur in der Halle, nur in der Werkstatt. Kannst du noch hinten, die Reifen sind tot. Weiß ich. Die habe ich für 100 Euro bei eBay gekauft. Also die kannst du dann direkt als Slick weiterverkaufen. Sonst, Bremsen sind gut. Hinterachse gibt es immer Probleme. Ne, da musst du mal aufpassen, dass die nicht ausgeschlagen sind. Getriebe ruckt. Ab und zu bei Gangwechsel. Sonst habe ich nichts, wo ich mich beschweren kann. Ja, die Buchsen und so musst du dir anschauen. Hat er TÜV? Wie lange hat er noch TÜV? Neu bekommen. Aber kann das sein, dass diese Reifen, die du hast, von der Reifengröße nicht passen? Die passen eigentlich nicht. Die musst du drauf machen, weil die sahen mir auch zu klein aus. Ich nee, das sind 205er. Das sind 205er. 45, genau. Ich glaube, du brauchst 55 oder 50 brauchst du. Ja. Querschnitt sah schon sehr klein aus bei dir. Ja, ja. Ist mir sofort aufgefallen, aber bei Peugeot weiß man nie. Wir machen hier Getriebeölwechsel. Er hat mich angerufen, hat gesagt, Jonas, kann ich kurz deine Bühne benutzen? Getriebeölwechsel. Ich habe gesagt, ey, wir haben doch hier ein Getriebespülgerät. Lass uns das Ganze kurz spülen. Wollte er nicht. Es gibt nichts Besseres als spülen. Jetzt wechseln wir einmal das Öl und dann später spülen wir das. Wir haben hier keinen Ölfilter reingelegt. Nein. Die haben einen Filter, aber den kannst du nicht wechseln. Ja, ist im Getriebe drin. Ist im Getriebe drin, genau. Ja, kann man machen. Gehen die oft kaputt? Eigentlich nicht. Also das, was ich gelesen habe, soll das wohl ein sehr robustes Getriebe sein. Die halten locker 60.000, weil mehr fährt man auch mit dem Peugeot nicht. Der hat schon 115.000 weg. Also ich bin zufrieden. Aber nein, der dritte Motor schon. Nein. Naja, ich mache Spaß. Also Peugeots können gute Autos sein, bis 60.000. Inspektionsfrage, wenn du regelmäßig wartest, kann ein Auto auch länger halten. Also ich habe keine Probleme, läuft gut, nur das Getriebe ruckt. Ab und zu, deswegen der Ölwechsel. Also wie viel Liter hast du jetzt rausgeholt? Also in der Anleitung steht, 4 Liter soll man reinfüllen und 3 und ein paar zerquetschte sind drin. Die Befüllung ist eigentlich normalerweise oben. Aber wir sparen uns die Arbeit, weil wir so schlau sind. Genau, und haben uns jetzt obwohl, wir haben es doch jetzt aufgemacht, wir können von oben eigentlich befüllen. Dann brauchen wir da gar nicht machen, die ganze Zeit. Wir können es auch hier machen. Ach, klasse, von oben, das, wenn wir schon offen haben. Ja, warum haben wir denn 2 Stunden das gesucht? Alter? Wir haben jetzt die Schraube oben offen. Du brauchst nur einen Vierkant. Hast du einen Vierkant? Ja, habe ich irgendwo rumfliegen. Ja. So. Das ist ja eigentlich nicht das Gleiche. Ne? Nee. Ja. Oh, das ist gut, das ist alles für DSG und so. Ja, das ist neu, das habe ich auch nicht. Das ist cool. Oh, der könnte passen. Ja. Das haben die gut gemacht. Was? Das ist bei mir abgeknickt. Das hier? Mhm. Bist du sie in einen Liter passen da rein, ne? Ist das Loch nicht? Wenn du mal deine Finger wegziehen würdest. So. Unterlegscheibe nicht vergessen. Dann. Zack.
Wie baut man eine DSG-Pumpe zusammen? Genau so. Das ist ein bisschen anders als VW, der hat kein Röhrchen in dem Sinne im Röhrchen, sondern der, diese Röhrchen-Adapter-Ablassschraube ist in einem, das heißt, das Ding kommt hier rein. Mhm. Renault schreibt ja gar keinen Ölwechsel vor, ne? Das soll ja nur irgendwie alle 60.000 Kilometer kontrolliert werden und maximal 0,5 Liter Getriebeöl reingefüllt werden. Das war's. Bei 60.000, wenn ihr Motorschaden schon habt, dann solltet ihr das gleich machen. 20er Schraube, also lasst euch nicht von ihm beirren, ist ein gutes Auto. Ja. 25 Newtonmeter waren das jetzt. Das sind 25 Newtonmeter, also oder die Kontrollschraube oder wie auch das machen möchte. Also es ist Schraube in Schraube eigentlich, so kommt das da rein. Genau. Gut. Wir haben jetzt ungefähr 4 Liter rausgeholt, oder du? Genau. Und machen jetzt 4 Liter rein. Richtig. Gut, machen wir dann. Lass uns von oben, oder? Aber mir ist egal, wie du machen willst. Machen wir von oben, komm. Mach von oben, von unten. Warum machst du jetzt Getriebeöl eigentlich? Weil der ruckelt. Sehr stark? Nein, manchmal macht er es, manchmal nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht. Gleiche Newtonmeterzahl. Zick, zick. Brauchen wir jetzt nicht mal genau. Zick, zack. Damit man diese Hochleistungsmaschine sieht, mit 1,6 Liter, 109 PS, der immer erstmal überlegen muss, ob er beschleunigt oder abbremst, wenn man Gas gibt. Da kann man es theoretisch auch auffüllen, soll man aber nicht. Und da sitzt die Auffüllschraube da unten. Ja, wir ziehen die einfach raus. Eine Schraube genauso wie eine Ablassschraube. Ja, genau. Oder sollen wir den hier nehmen? Ja, ich weiß ja nicht, welche das war. Also wir kommen selten zu Getriebe, weil wir ja mehr oder weniger mit Motoren immer beschäftigt sind bei dem. Deswegen kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen. So. Und da werden wir einfach nur 4 Liter rein. Da werden wir einfach 4 Liter reinjagen. Da brauchst du ja eigentlich auch keine Adapter oder so. Ach, super. Müsste der hier sein, oder? Ja, man kann es ja machen. Du machen wir mit ja, dem. Ja, mach. Gut, ist gut. Ja. Ich bin jetzt kein Experte, ne? Also in der Literatur steht, man soll Esso nehmen. Esso stellt aber kein Getriebeöl mehr für dieses Getriebe her. Was ist das denn, Alter? Also nimmt man dieses Revol sonst irgendwas. Ja, kannst du noch mehr Werbung machen für irgendwas anderes? Weiß ich doch nicht. Besser als das andere Öl, was du in deinen T4 reingemacht hast, Alter. Meinst du? Zwierlich. Ehrlich? Klar. Mach das ist aber das 4 Liter Kanister. Ja, 4 Liter Kanister. So. Und jetzt machen wir das da rein. Das da rein. Oh, schon mal hier sogar mit. Ja, das kommt drauf. Jetzt pumpen wir mal. Noch nicht. Du sagst Bescheid. Ist drin. Kannst lospumpen. Ja, dann pumpen wir mal. Ja, komm, schön. Jetzt mal gucken. Ja, das Ding kommt aber geschossen, ne? Ah, ist gut. Ah, so ist es das aber nicht ganz gut. Ich hoffe, dass er jetzt weniger ruckt. Also es macht er ab und zu, ich weiß auch nicht wann. Manchmal ruckt er, manchmal nicht. Guck mal, das Auto hat ein Ölstandmesser, ne? Das heißt, bei jeder Motorstart zeigt dir da an, wie viel Motoröl drin ist. Für ein Auto, das 22 Jahre alt ist. Wollte ich nur mal sagen. Kauft alle einen Peugeot jetzt. Er hat einen Ölmessstab. Ja, der kann das Dach aufmachen. Ah, funktioniert das? Ja. Ne? Alles bis zum letzten Tropfen hat alles rausgeschossen. Ne? Also sehen wir, was hier an der Leitung ist. So, jetzt noch nie. Wie kriege ich die Schraube wieder drauf? Warum? Weil ich da mit den Fingern nicht drankomme. Alter, wie bist du ein Chirurg? Verstehe ich nicht. Warte, gemerkt. Kennst du nicht Trick 17, Alter? Ich hab das Ding gleich im Betrieb sitzen. Das ist Trick 17. Aber dann ist ja gut, dann hast du schon mal keine Symptome mehr. Wie zum Beispiel, Jonas, vorher hat er nicht gut geschaltet, jetzt schaltet er gar nicht mehr. Siehst du? Okay. Problem da oben. Lernt vom Meister. Gut, dass wir alles auf Kamera haben, dass wir das nicht sofort rausfliegt. Ich sehe nichts, ne? Ich sehe doch was, Alter. So, Dichtung ist drauf hier. Mit Plastik im Getriebe. Wir sagen euch gleich, ob das funktioniert oder nicht, ob man das nachmachen kann. Also eigentlich ist das ganz okay, weil das Plastik schmilzt. Ja, ja, das liegt hier auf die Lamellen und dichtet auch Mikrorisse ab im Motor, so dass ihr dann wirklich 100% Dichtigkeit habt.
patentiertes Rezept von K40. Ja, ja. Siehst du, die Hälfte habe ich schon mal. Ja, die Hälfte des Plastik ist rauf, die Hälfte ist drin. Hast du auch hier ein Buch gekauft, schon durchgelesen? Ja, habe ich. Ja? Es gibt leider kein Buch, das habe ich online gelesen. Mehrere tausend Kilometer gefahren seid, dann hat sich das Plastik zerlegt und um die Zahnräder gelegt und das schaltet dann butterweich, Leute. Ja, also Plastik, Getriebereparatur, Automatikwandlergetriebe, auch für DSG-Getriebe geeignet. Aber da müsst ihr eine VW-Norm beachten. VW-Norm, Plastik, was kostet das? Das kostet 5 Euro. VW-Norm, das sind 100 Euro. Warum? Die werden öfter gebraucht. Aber sonst gut. Warum wurde der Zahnriemen gewechselt, aber? Also der hat eine Inspektion gehabt, als er TÜV bekommen hat, also im Mai. Aber ich weiß nicht, was alles gemacht wurde. Also Luftfilter sieht aber sauber aus. Von oben sehen die immer sauber aus. Ja, aber hier auch von unten sehen die sauber aus. Das sieht sauber aus. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass das... Ja, das sieht sauber aus. Ist sauber, ich finde schon. Alter, da ist der halbe Urwald drin. Sauber, ja. Das sieht sauber aus. Da ist nix. Guck doch mal an der Seite, Abel. Wo Seite? Ja, okay. Immer noch besser als der VW. Ist der auch Checkheft gepflegt, aber? Der ist auch Checkheft gepflegt. Ja, sieht man. Kommt so. Sehr interessante Autos, aber. Ja, ich mag Experimente. Läuft doch gut. 4-2-Zylinder. Hallo? 4-Zylinder. 109 PS. Power ohne Ende. Du gibst Gas und nach 40 Sekunden hast du 100 km/h. Du gibst Gas, nach 40 Sekunden schaltet der erste. Ja, hat auch noch 4 Gänge. Natürlich, wir Mechaniker wissen ja, wir haben ein bisschen mehr zu tun bei den Franzosen. Mit den Schraubereien, Verrostung, Motortechnik und so. Aber sonst Auto. Ich bin zufrieden. Aber ich finde immer noch für ein Auto, das 22 Jahre alt ist, ist okay. Was kostet denn so ein Auto? Wenn du den nicht als Automatik haben möchtest, so um die 1200, 1300. Nein, ist aber schön, ne? Sportsitze. Ich habe jetzt eine komplette Lederausstattung gekauft für den. Warum? Weil ich den umbauen wollte. Und rat mal, was ich dafür gezahlt habe. Komplett alles. 190 Euro. Es gibt ja auch keine Autos, wo man nicht verbauen kann. Das dauert nur 10 Stunden, weil das Steuergerät echt alt ist. Die Daten müssen einmal nach Frankreich und wieder genau. Zurück. Genau. Macron muss das absegnen. Ja. Oh, magnifique. Magnifique. Oh, Automatik. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich bin echt so. Wenn du in Deutschland bist, sollst du deutsche Autos fahren. Es sei denn, du fährst Italiener. Ja, Italiener. Ja, das ist natürlich Gott. Die wursten dir unterm Arsch weg. Ja, du sollst dir auch kein Alfa oder Fiat kaufen. Wir reden von Ferrari, Maserati. Und wer soll das bezahlen? Ja, ich sag dir, ich kann es ja nicht zahlen, aber ich meine ja nur. Also es gibt so schöne deutsche Autos wie der Mercedes. Oh, nee. Ich habe ja nach Mercedes SLK gesucht. Ja. Was meinst du, wo der billigste SLK, also wir reden jetzt in einem vernünftigen Zustand, wo der billigste liegt? 9,8. Warum hast du ja so billig von mir gekauft? Donny, da war so viel zu tun noch. Ich habe die Teile nicht bekommen. Deswegen dauert das noch so ein bisschen. Gut, der macht das hier. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Und, Donny, wie geht's? Gut, wie geht's? Und der Familie? Ja, ich habe mal Zeit zu reden. Genau. Ich werde jetzt öfters hier in der Werkstatt sehen, habe ich das Gefühl. Wir sind schon beim Seitenairbag bei Sagenschreibe 50%. Bis jetzt keine Fehler. Der macht jetzt gerade hier eine Revolution wahrscheinlich. Deswegen dauert das so lange. Klimasteuergerät, der hat gar kein Klimasteuergerät. Deswegen wundert mich, dass er Klimasteuergerät prüft. Keine Fehler. Weil er ja auch nichts verbaut hat. So, wir haben die 60 Grad erreicht. Und jetzt schaltet er alle Gänge durch. Für ungefähr 10 Sekunden. Gut, jetzt lassen wir den Lauf unten die Schraube auf. Genau. Und überflüssiges Öl kommt raus. Kommt raus. Dann mal sehen. So. Aber reichlich zu viel. Ja. Weil wir haben ja drinnen diesen Stab drinnen, ne? Ja. Okay, aber jetzt. Erst kommt er als Strahl und wenn er dann nur noch so drin seid, dann sollst du zumachen. Ah, ist das heiß. Boah, ist das heiß. Ah, alter Schwede, ey. Entschuldigung. Ja. Dankeschön. Das war echt für den Boden gedacht, aber egal. Also 25 Minuten halt. Ja. Das ist das Takt gehört. So, jetzt fährst du eine Runde und dann sagst du mal Bescheid, genau. Ob es gut war oder nicht. Und wenn du nicht kommst, ADAC braucht eine Stunde ungefähr. Ne? Ibi, du bist ja wiedergekommen, das ist ein gutes Zeichen.
Nee, ich bin liegen geblieben. Nein, läuft alles. Super. Ja, Ruckeln nicht mehr da. Das Ruckeln war nicht mehr da. Doch, also, merkst du schon, ist weicher im Regelbereich. Und wusste ja nicht, ob er beschleunigen oder dann Drehzahl hoch, Geschwindigkeit runter. Aber das macht er jetzt nicht mehr. Also der ist konstant. Genau, genau. Geschwindigkeit und Drehzahl sind gleich. Ne? Das ist ja auch so ein Anzeichen, ne? wenn es schwankt immer wieder. Ja. Der hat ja immer gezuckt gehabt. Ne? So, dass er irgendwie kurz Gas wegnimmt. Ja, genau. Und, genau, das hat er auch gemacht. Nach dem Getriebeölwechsel war das komplett weg. Ja, ja. Leute, das Ding habe ich unten verlinkt. Mit Kfz-Fuzzi 5% könnt ihr sparen. Dazu kriegt ihr noch hier diese schöne Kiste dazu. Und da könnt ihr eigentlich alles an DSG getrieben. Peugeot könnt ihr sogar auch machen, wenn ihr Peugeot machen könnt. Glaubt mir, da könnt ihr alles damit machen. Ich hoffe, dass jetzt durch den Getriebeölwechsel das Ruckeln weg ist. Ja, und wenn es nicht weg ist, weiß Bescheid. Machen wir eine Getriebespülung. Genau. Vielen Dank. Nicht so, danke, Nadel. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, danke. Ich werde berichten. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Bis.